Damit rufe ich Tagesordnungspunkt 4 auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Abg. Enners, Richter, Papst, Dippel, Bolldorf, Scholz, Fraktion der AfD, 20-1030, 20-1128. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Es ist ein erster Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Einbringung nimmt der Sozialminister vor. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Staatsminister Klose. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass auch Menschen mit Behinderungen wie alle anderen gleichberechtigt in das gesellschaftliche Leben eingebunden sind, ihre Möglichkeiten zur Teilhabe gestärkt und ihren Wünschen für ihre persönliche Lebensplanung und Gestaltung angepasst sind. Dem haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet. Dazu verpflichtet uns aber auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Vor diesem Hintergrund gibt uns das Außerkrafttreten des Hessischen Landesblindengeldgesetzes Ende dieses Jahres Gelegenheit, das Gesetz genau anhand dieser Kriterien auf seine Aktualität zu überprüfen und zu optimieren. Ich will aber, bevor ich auf den Gesetzentwurf im Konkreten eingehe, auf 2 Punkte hinweisen, die im Zusammenhang mit dem Landesblindengeldgesetz gedacht werden können. Im Koalitionsvertrag ist ja auch die Zahlung eines Gehörlosengeldes vereinbart, und es ist ein Prüfauftrag für Unterstützungsleistungen für taubblinde Menschen verankert. Der Gesetzentwurf, der Ihnen heute vorliegt, greift diese beiden Punkte nicht auf, sondern er richtet sich nur an Menschen mit Sehbehinderung. Wir haben uns so entschieden, weil für die Einführung eines Gehörlosengeldes und einer Unterstützung taubblinder Menschen sehr grundlegende Vorarbeiten erforderlich sind. Mit den notwendigen Verbesserungen des Landesblindengeldgesetzes konnten und wollten wir aber angesichts der Befristung des Gesetzes bis zum Ende dieses Jahres nicht warten. Wir arbeiten aber, das kann ich Ihnen versichern, bereits sorgfältig daran, die Bedarfe der Menschen mit anderen Sinnesbehinderungen und werden diese baldmöglichst in eine neue Gesetzesvorlage einfließen lassen. Doch nun zur aktuellen Vorlage. Das bestehende Landesblindengeldgesetz wurde, wie sich das gehört, sorgfältig evaluiert. In diese Evaluierung und in die Kabinettsanhörung haben sich zahlreiche Sozial- und Interessenverbände der Menschen mit Behinderungen, die Beauftragte des Landes Hessen für Menschen mit Behinderungen, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und der Landeswohlfahrtsverband Hessen genauso wie die Kommunalen Spitzenverbände eingebracht. Dafür danke ich allen Beteiligten ausdrücklich. Und auch wenn in solchen Anhörungen naturgemäß nicht in allen Punkten Konsens erzielt werden kann, sind die fundierten und oft prononcierten Stellungnahmen der vom Gesetz Betroffenen und der ausführenden Behörden unverzichtbar. Die Ergebnisse der Beteiligung sind bei der vorliegenden Überarbeitung sorgfältig abgewogen worden. Ich will ganz kurz auf die 3 wichtigsten Veränderungen eingehen, die wir vornehmen wollen. Erstens. Wir schaffen mehr Gerechtigkeit für Menschen, die für ihre Erblindung Leistungen des sozialen Entschädigungsrechts erhalten, beispielsweise weil sie als Opfer einer Straftat ihr Augenlicht verloren haben. Denn diese Personengruppe ist bisher von der Gewährung des Blindengeldes vollständig ausgeschlossen. Zweitens. Der neu definierte Begriff der nur vorübergehenden Sehstörung, die nicht länger als 6 Monate andauert, sorgt für einheitliches Verwaltungshandeln. Er stützt sich auf die Definition in § 2 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches 9 und auf die Rechtsprechung. Wie eine Behinderung im Allgemeinen muss eine Sehstörung, um als solche anerkannt zu werden, nunmehr länger als 6 Monate bestehen. Und aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung schafft das Landesblindengeldgesetz die Rechtsgrundlage dafür, dass der Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe Ansprüche von Leistungsempfängerinnen oder Leistungsempfängern auf vorrangige gleichartige Leistungen bis zur Höhe seiner eigenen auf sich überleiten kann. Die Anpassungen der Anrechnungsvorschriften an die Änderungen im Pflegestärkungsgesetz II
sind bereits durch das Gesetz vom 29. September 2017 vorgenommen worden. Insgesamt, so ist unsere feste Überzeugung, wird das Landesblindengeldgesetz mit den vorgesehenen Anpassungen gerechter. Es schafft mehr Rechtssicherheit, es ist besser lesbar, und es ist so eine tragfähige Brücke zu den weiteren Vorhaben für die Menschen mit Sinnesbehinderungen in Hessen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Damit ist das Gesetz eingebracht. Ich eröffne die Aussprache und darf als erster Rednerin der Kollegin Alex das Wort erteilen. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Unterstützung, Herr Minister. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, maßen sich nicht an, und da rekurriere ich auf den Beitrag, den der Christoph Degen vorhin gemacht hat, ohne eine Beratung, ohne die ausführliche Anhörung von Angehörigen bereits Änderungsanträge zu einem Gesetz einzubringen. Das halten wir für wenig erforderlich. Wir haben auch nichts dagegen, und das sage ich ganz deutlich, dass bei uns abgeschrieben wird, weil wir nämlich gute Ideen haben. Und wenn wir gute Ideen haben, dann ist es gut, wenn sie weit verbreitet werden. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Bei der letzten Diskussion des Landesblindengeldgesetzes 2017 haben wir darum gebeten oder beantragt, dass die Befristung des Gesetzes nicht mehr gilt zur Planungssicherheit der Betroffenen. Und das ist abgelehnt worden, aber wir haben ja jetzt schon sehr, sehr schnell einen Antrag. Wir hatten ja vorhin das Thema Abschreiben. Ne? Wir hatten ja vorher schon sehr schnell von der AfD den Vorwurf Abschreiben. Den haben wir jetzt sozusagen nachgewiesen, wer das wie macht. Aber wir sind damals damit nicht durchgedrungen. Und jetzt sind wir in der Situation, komischerweise, wie wir bei ganz vielen Gesetzen sind, dass ups 7 Jahre um sind und ups plötzlich ganz schnell ein Gesetz mit seinen Änderungen beschlossen werden muss. Der Minister hat zu Recht gesagt, dass einige Änderungen natürlich marginal sind. Und er hat zu Recht verwiesen auf die Dinge, die in dem Gesetz nicht stehen. Und das eine, ganz wichtige, ist den Umgang mit der Personengruppe der Taubblinden. Darüber haben wir schon ausführlich diskutiert. Und wenn Sie sich mal von 2017 die Diskussion anhören, dann finden Sie dort sehr viel Betroffenheitsrhetorik, sehr viele Dinge, die man machen könnte und sollte, zum Beispiel Teilhabeassistenten ausbilden, die Leute unterstützen, Sachleistung geben. Aber Geld allein macht es natürlich nicht, wurde uns damals entgegengehalten. Das sagen aber immer Leute, bei denen es ums Geld eigentlich nicht so geht. Weil die, bei denen es ums Geld geht, für die kann das verdammt wichtig sein, ob man zum Beispiel, wenn man nicht sieht, die eine oder andere Taxifahrt sich mehr oder weniger leisten kann am Ende. Der nächste Punkt, den wir zu diskutieren haben, ist, dass immer noch die Frage im Raum steht, was passiert, wenn eine Familie ihre Angehörigen aus einem anderen Bundesland nach Hessen holt. Ein blinder Angehöriger kommt nach Hessen in eine stationäre Einrichtung. Er bekommt kein Landesblindengeld. Warum nicht? Er muss 2 Monate in Hessen gemeldet sein. Das bringt aber die Familien in sehr ungerechtfertigte Schwierigkeiten, für diese Zeit eine Unterbringung zu finden. Deswegen glauben wir,
dass wir diese Punkte ausführlich diskutieren müssen in der Anhörung. Wir freuen uns auf die Anhörung. Wir hoffen und erwarten, dass diejenigen, die dort gefragt werden, auch einen barrierefreien Zugang zu allen dafür nötigen Unterlagen gehabt haben. Das werden wir in diesem Sinne nachprüfen. Wir freuen uns nicht darüber, dass die Zeit einmal mehr knapp ist, und wir ertragen mit Gelassenheit, wenn von der SPD abgeschrieben wird, denn das, was wir machen, ist gut, und je mehr es abschreiben, desto besser. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Alex, nächster Redner ist der Kollege Enners für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es sollte der Landesregierung ein großes Anliegen sein, vor dem Einbringen eines Gesetzentwurfs alle entsprechenden Verbände und Vereine in der Form zu beteiligen, dass sich am Ende auch die Bedürfnisse aller darin wiederfinden. So kritisiert die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen zu Recht, dass die Forderungen aus ihrer Evaluation des Landesblindengeldgesetzes keine Berücksichtigung finden. Die AfD-Fraktion ist hier ebenfalls der Meinung, dass bei Geldleistungen kein Unterschied gemacht werden darf zwischen volljährigen und minderjährigen Menschen. Nach dem derzeitigen Gesetzentwurf beziehen Minderjährige nur 50% der Blindenhilfe, wogegen Volljährige 86% erhalten. Meine Damen und Herren, hierbei wird Folgendes nicht bedacht. Im besten Falle sind Familienangehörige zur Unterstützung eines Menschen mit Einschränkungen da, und Hilfen für Haushalt und Unterstützung können dementsprechend eingespart werden. Aber die zusätzlichen Kosten und Belastungen, die durch das Zurechtkommen im Alltag entstehen, sind nicht altersabhängig, sondern der Einschränkung geschuldet. Schauen wir uns das genauer an. Durch die bundesweit an immer mehr Schulen stattfindende Inklusion wird den Kindern und Jugendlichen mit einer starken bis kompletten Einschränkung der Sehkraft eine Teilhabe an einem normalisierten Alltag weitestgehend ermöglicht. Allerdings kommen einige Erschwernisse zur Ermöglichung dieser Integration in den Regelschulbetrieb hinzu. Da wäre zum Beispiel der Weg zur Schule. Der Schulweg ist die erste Hürde, die zu nehmen ist. Der Weg zur Schule ist durch das Kind oder den Jugendlichen sehr schwer zu erlernen und bedarf aufwendiger Trainingseinheiten. Häufig, vor allem im jüngeren Alter, ist dann vielmehr erforderlich, einen kostenpflichtigen Transport zu organisieren, der zumeist von Familienangehörigen zu finanzieren ist. Weiterhin die besonderen, auf den Nutzer zugeschnittenen Hilfsmittel, die eine Teilhabe am Unterricht ermöglichen, sowie weitere Unterstützungen, damit blinde und stark sehbehinderte Kinder und Jugendliche auch an den Freizeitaktivitäten ihrer Mitschüler teilnehmen können. Denn auch dies gehört unweigerlich zu einer guten Inklusion dazu. Eine besondere Gruppe bilden zudem die bereits angesprochenen taubblinden und taubsehbehinderten Menschen, denn diese Menschen mit einer doppelten Einschränkung steht nach derzeitigem Entwurf kein erhöhtes Blindengeld zu. Um überhaupt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, bedarf es für diesen Personenkreis einer ganzen Reihe von Assistenzleistungen zur Kommunikation, die besonders kostspielig sind, Stichwort taktile oder Raumdolmetscher. Dieser große Bereich der Kommunikation mit diesen Menschen bleibt in der Gesetzesvorlage gänzlich unberücksichtigt. Hier wäre mindestens das 1,5-fache bzw. bis zum Doppelten an Geldleistungen notwendig, um den Nachteil der doppelten gesundheitlichen Einschränkung auf ein gewisses Maß zu lindern. Ziel der Landesregierung sollte es doch sein, dass gesundheitlich benachteiligte Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und einen barrierefreien Zugang zur Gesellschaft zu gewähren. Hier hoffe ich, dass die von Minister Klose angesprochenen Maßnahmen zügig begonnen und umgesetzt werden.
Ein weiteres großes Problem stellt die immer wieder stattfindende Befristung des Gesetzes dar. Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, schaffen damit nur wieder befristete Planungs- und Rechtssicherheit für die leistungsberechtigten Menschen. Und genau diese Planungssicherheit ist für Menschen mit oder ohne Behinderung außerordentlich wichtig, um für die Zukunft eine gesicherte Perspektive zu haben. Sie setzen sich ja auch für entfristete Arbeitsverträge ein, um den arbeitenden Menschen Sicherheit zu geben. Warum machen Sie das nicht auch bei Menschen mit einem Defizit, die genauso auf Sicherheit angewiesen sind wie alle anderen? Wir wissen, dass es sinnvoll sein kann, Gesetze zu befristen. Aber hier sind wir der Meinung, dass die Planung und Rechtssicherheit für Menschen an erster Stelle steht. Das Blindengeld sollte als feste Installation unverhandelbar sein. Es sollte als eine unerschütterliche Konstante für die Leistungsempfänger Sicherheit geben. Da wir als AfD-Fraktion der Ansicht sind, dass der Gesetzentwurf nicht abschließend gelungen ist, beantragen wir die Überweisung in den SIA-Ausschuss. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Enners. Nächster Redner ist der Kollege Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns Freie Demokraten ist es besonders wichtig, dass möglichst alle Menschen, egal ob jung oder alt, mit oder ohne Einschränkung, ein selbstbestimmtes Leben führen können. Deshalb sind Gesetze, die diesen Rahmen schaffen, von großer Bedeutung. Grundlage dafür ist aber auch ein verlässliches Zahlenwerk, damit wir die Größenordnung und den damit einhergehenden Handlungsbedarf abschätzen können. Das Hessische Landesblindengeldgesetz tritt zum Ende des Jahres außer Kraft. Daher überprüfen wir das Gesetz auf seine Wirksamkeit und die damit einhergehenden Wirkungen und Nebenwirkungen. Nach einer ersten Durchsicht und Beurteilung erscheinen die Vorschläge der Landesregierung nachvollziehbar. Doch möchten wir der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss hier nicht vorgreifen. In Deutschland leben schätzungsweise 500.000 stark Sehbehinderte und 155.000 blinde Menschen mit Schwerbehindertenausweis. Ich würde den Schwerbehindertenausweis übrigens gerne umwidmen in Schwer-in-Ordnung-Ausweis, so wie dies in anderen Bundesländern bereits in Form einer bedruckten Ausweishülle auf Anregung der Schülerin Hanna geschehen ist. Ich habe das in Frankfurt so vorgeschlagen und möchte das an dieser Stelle auch für Hessen insgesamt anregen. Das wäre in meinen Augen ein positives Signal der Anerkennung. Die Anzahl derer, die eine starke Sehbehinderung haben und keinen Schwerbehindertenausweis besitzen, ist kaum schätzbar. Da mit zunehmendem Alter durch verschiedene Augenerkrankungen die Sehschärfe und das Gesichtsfeld eingeschränkt sein können. Belastbare Zahlen werden nicht erhoben. Eine Tatsache, die schwer nachvollziehbar ist in einer Welt, die sehr transparent geworden ist. Hier sollten wir nachbessern. Dies fordern auch die Blinden- und Sehbehindertenverbände. Wenigstens die Anzahl der aktenkundigen Fälle sollte verlässlich erhoben werden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu den blinden und sehbehinderten Menschen unbekannter Zahl kommen noch die Menschen hinzu, die weder sehen noch hören können, die Taubblinden. Mit ihrem Schicksal haben wir uns in der letzten Legislaturperiode befasst. Als Freie Demokraten haben wir uns dafür eingesetzt, dass für diese kleine, schwerstbehinderte Personengruppe, die auf 30 plus x Personen geschätzt wird, etwas getan wird. Finanziell und auch mit Blick auf ihren ganz besonderen Unterstützungsbedarf. Menschen, die von diesem Schicksal betroffen sind, können kaum am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen. Sie führen ein Leben in der Isolation, in Dunkelheit und Stille. Ein hartes Schicksal, das uns ganz besonders berührt. Wir hatten als Freie Demokraten damals gefordert, für diesen besonderen Hilfebedarf Assistenzkräfte wie in Nordrhein-Westfalen auszubilden. In den Diskussionen der letzten Legislaturperiode sind wir im Sozialpolitischen Ausschuss schließlich mit den anderen Fraktionen übereingekommen, die Anzahl der taubblinden Personen zu erfassen und eine entsprechende Unterstützung auf den Weg zu bringen. Wir haben uns damals im Februar 2018 auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt, in dem es in Punkt 3 hieß,
Ich zitiere: Der Landtag begrüßt, dass im Doppelhaushalt 2018-19 Mittel bereitgestellt werden, um den Bedarf an Assistenzqualifikationen für Menschen mit Taubblindheit zu ermitteln. Außerdem sollen durch die Landesregierung weitere Schritte eingeleitet werden, um diesen Bedarf zu decken. Dies kann z.B. die Finanzierung von Taubblindenassistenzqualifikationen sein. Für die Jahre 2018 und 2019 sind jeweils Mittel von 150.000 € vorgesehen. Bei einem Blick in den Koalitionsvertrag lese ich dazu folgenden Satz: Ebenso werden wir weitere Menschen mit besonderem Förderbedarf, z.B. Taubblinde, zielgerichtet unterstützen und prüfen, welche weiteren Unterstützungsleistungen einzuführen sind. Deshalb möchte ich an dieser Stelle nachfragen, Herr Staatsminister, wie weit sind Sie denn mit Ihren Aktivitäten? Da haben wir schon belastbare Zahlen. Wann startet konkrete Unterstützung für diesen Personenkreis, wie ja schon beschlossen wurde? Ich hoffe sehr, dass es hier schon ein gutes Stück, dass Sie hier schon ein gutes Stück vorangegangen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, wir diskutieren ja hier gerne über das Blindengeld. Wie gesagt, vor zwei Jahren hatten wir schon die Gelegenheit, und dieses Jahr wieder. Wenn so ein Entwurf vorliegt, ist man natürlich gespannt. Hat sich etwas geändert? Sind die Erkenntnisse aus der letzten Anhörung tatsächlich eingeflossen? Und Mann bzw. Frau in diesem Fall war natürlich enttäuscht, weil ich den Eindruck hatte, die ganzen Debatten, die wir hier hatten, die vielen Stellungnahmen der Anzuhörenden, diese sehr interessante Anhörung hat keinerlei oder kaum eine Wirkung erzielt. Ich bin froh, dass der Minister heute gesagt hat und in Aussicht gestellt hat, zumindest, dass es eine Entschädigung oder eine Verbesserung für die Situation der taubblinden Menschen gibt, dass auch das Gehörlosengeld nicht nur im Koalitionsvertrag steht und dort bis zum Ende der Legislaturperiode, wie andere Dinge im letzten Koalitionsvertrag im Übrigen auch, dort stehen bleiben und irgendwie dann nicht realisiert werden, sondern dass dazu etwas passieren soll. Und ich hoffe, dass es bald passiert. Ich hätte es eigentlich erwartet, dass es hier in dem Gesetz drinsteht, aber zumindest die Begründung habe ich nicht verstanden, kann ich nicht nachvollziehen, warum das jetzt so schwierig wäre, das nicht in dieses Gesetz reinzuschreiben. Ich finde, die Ignoranz der Landesregierung gegenüber den betroffenen Menschen, die ist nicht nachvollziehbar und die ist schwer zu kritisieren. Und ich sage Ihnen voraus, dass die Anzuhörenden mit demselben Unverständnis auf den Gesetzentwurf reagieren werden, wie ich es jetzt hier Ihnen darstelle. Und ich kündige Ihnen heute auch schon an, dass es ganz sicher notwendig ist, hier auch, dass wir einen Änderungsantrag beraten müssen, der zumindest die damals festgestellten und heute nicht beachteten Probleme aufruft. Ich denke, die Verdopplung des Blindengeldes für die Taubblinden ist dringend erforderlich. Wir haben damals festgestellt, dass es hier nicht um eine Addition von Behinderungen geht, sondern dass es eine Kumulation von Problemen gibt durch die verschiedenen beiden starken Seh- und Höreinschränkungen. Und es hat ja auch gerade die Anhörung ganz deutlich gemacht, wie schwierig es ist, von uns aus sehenden und hörenden Menschen Kontakt zu Menschen aufzunehmen, die taubblind ist, wie viele Schritte gegangen werden müssen. Und diese Schritte müssen ja organisiert werden, und diese Organisation muss auch finanziert und bezahlt werden. Es gibt natürlich noch mehr an diesem Gesetzentwurf zu kritisieren, und Dinge, die kritisiert werden, werden teilweise schon seit Jahren daran kritisiert. Es ist heute schon erwähnt worden, deswegen kann ich es nur kurz sagen, dass minderjährige blinde Menschen immer noch viel weniger Geld bekommen, viel weniger Blindenhilfe bekommen. Aber ihr Zugang zu den
zu der Teilhabe ist ja genauso kostspielig wie bei Erwachsenen. Und gerade junge Menschen, die ein Interesse haben, mit anderen Gleichaltrigen mitzuziehen und mitzumachen, haben ja eine große Hürde zu überwinden. Und ich denke, diese Überwindung der Hürde ist nicht gerechtfertigt, dass das ein geringerer Beitrag ist. Wenn man jetzt alleine davon ausgeht, dass vielleicht im elterlichen Haushalt dann so die Mutter oder vielleicht auch der Vater dann die Hauswirtschaft macht, das ist noch nicht die Einsparnis, so dass man sagen kann, dass man tatsächlich einen so großen Betrag abschmilzt. Was uns auch aufgefallen ist, was auch kritisiert worden ist von Verbänden, ist, dass das Versagen des Blindengelds bei einer Freiheitsstrafe oder auch bei Menschen, die untergebracht sind in Einrichtungen, dass die kein Blindengeld bekommen sollen, das ist eigentlich eine unzulässige Doppelbestrafung. Also gerade wenn jemand in einer Einrichtung ist und die nicht die Möglichkeit hat, teilzuhaben, sowieso in eingeschränkter Teilhabe unter eingeschränkter Teilhabe leidet, dann muss er doch die Möglichkeiten haben, die einfach noch gegeben sind, wenn er blind ist, dass er zumindest Medien auch nutzen kann, die für ihn geeignet sind. Und dafür braucht er ja auch finanzielle Unterstützung. Ich denke, hier, das ist eine völlig unzulässige Sache, die Sie hier machen. Wir haben auch festgestellt bei der letzten Anhörung, dass es nur einen ganz, ganz kleinen Personenkreis gibt von Leuten, die vorher nicht in Hessen gewohnt haben. Und ich glaube, es wird daraus keinen Tourismus entwickeln, wenn man diesen wenigen Menschen in den stationären Einrichtungen tatsächlich auch das Blindengeld zugestehen lassen würde. Frau Kollegin, ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Redezeit abgelaufen ist. Ja, das weiß ich. Ich denke, Sie haben jetzt mit dem Behindertengleichstellungsgesetz zu Anfang des Jahres nichts Halbes und nichts Ganzes vorgelegt und setzen Ihre falsche Politik mit dem Landesblindengeld fort. Das enttäuscht mich. Aber es enttäuscht insbesondere die betroffenen Personen. Aber dafür scheint Ihnen doch jegliches Gespür zu fehlen. Danke schön. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen darf ich der Kollegin Brünnel das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute liegt uns das dritte Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes in erster Lesung vor. Das Gesetz, das bis zum 31. Dezember 2019 befristet ist, wurde überarbeitet. Einbezogen wurden die Rückmeldungen der Kommunalen Spitzenverbände, der Blinden- und Sehbehindertenverbände, der zweier Sozialverbände, Beauftragte des Landes Hessen für Menschen mit Behinderung, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und dem Wohlfahrtsverband des Landes Hessen. Und die Ergebnisse aus den jeweiligen Evaluierungen konnten also in den vorliegenden Gesetzentwurf einfließen. Und darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich sehr erfreut. Dieser Gesetzentwurf dient also nicht nur der Verbesserung des Verwaltungshandelns, sondern verdeutlicht einmal mehr, dass das Ministerium für Soziales und Integration äußersten Wert darauf legt, dass die Anliegen der Betroffenen an der richtigen Stelle ankommen und dass in den Prozess der Gesetzesänderung mit einbezogen werden. Aber noch mehr freue ich mich über die eben gehörten Ausführungen unseres Staatsministers Kai Klose zum Thema Taubblindengeld und Gehörlosengeld. Denn in dem uns vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung war hierzu nichts zu finden. Und nach den Erklärungen oder Erläuterungen des Ministers klärt sich doch jetzt einiges. Die im aktuellen Koalitionsvertrag vorgesehenen Vereinbarungen sollen in einem eigenen Gesetz umgesetzt werden. Und mit der Zahlung eines gehörlosen Geldes erfahren dann auch gehörlose Menschen die finanzielle Unterstützung, die sie zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen benötigen. Und auch in diesem Fall geht es um weit mehr als nur um finanzielle Unterstützung. Es geht um die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinne der Umsetzung der UN-BRK.
Wir begrüßen zudem, dass geprüft wird, wie Taubblinde zielgerichtet unterstützt werden können und welche Unterstützungsleistungen möglicherweise einzuführen sind. Nun aber zurück zum Gesetzentwurf. Der § 1 Absatz 2 wird aufgehoben, und das geschieht aus Gründen der Gleichbehandlung. Liegt eine Leistung aus sonstigen Regelungen des sozialen Entschädigungsrechts vor, die unterhalb des Landesblindengeldgesetzes liegen, dann wird der Unterschiedsbetrag gezahlt. Somit wird der grundsätzliche Ausschluss von Personen entschärft. Um rechtliche Klarheit bemüht sich die Präzisierung der Leistungsberechtigten in § 2, in dem der zeitliche Rahmen einer vorübergehenden Sehstörung aufgeführt wird. Als vorübergehende Sehstörung gilt oder eine Störung des Sehvermögens nur dann, wenn sie nicht länger als 6 Monate andauert. Und wir begrüßen auch, dass eine verbesserte Lesbarkeit geachtet wurde und eine redaktionelle Überarbeitung stattgefunden hat. Denn betroffene Personenkreise nur durch Ziffernangaben zu definieren, halte ich persönlich auch für schwierig. Es ist immer besser, sie beim Namen zu benennen. Ein Wermutstropfen ist natürlich im vorliegenden Gesetzentwurf noch zu finden, der § 2 Absatz 2. Das ist aber der Einigkeit der Bundesländer geschuldet. Derzeit ist es so geregelt, dass bei Umzügen aus dem einen Bundesland nach Hessen ein Wohnsitz begründet werden muss, bevor die Aufnahme in ein Heim erfolgt und das Hessische Blindengesetz gezahlt werden kann. Und für die Betroffenen und deren Angehörigen ist das sicherlich keine zufriedenstellende Lösung. Aber da gehe ich davon aus, dass wir uns dieser Problematik möglicherweise auch noch einmal auf Länderebene beraten können. Das würde ich dann sehr begrüßen, wenn wir hier auch noch eine andere Regelung finden würden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brünnel. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU der Kollege Max Schad. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor über 40 Jahren ist das erste hessische Landesblindengeldgesetz in Kraft getreten. Und seitdem hat sich das Landesblindengeld zu einer starken Leistung entwickelt, auf das sich die Menschen mit Sehbehinderung in Hessen verlassen können. Mehrfach wurde das Gesetz mittlerweile überarbeitet und auf die aktuellen Erfordernisse ausgerichtet. Dabei sind sowohl die Leistungen als auch der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausgeweitet worden. Bereits heute können sich die hessischen Regelungen mehr als sehen lassen. Unser Land gehört zur Spitzengruppe in Deutschland, was die Höhe der gewährten Leistungen als auch den Kreis der Anspruchsberechtigten betrifft. Die gewährten Leistungshöhen in Hessen übersteigen den Umfang in den meisten Bundesländern mitunter erheblich. Denn uns ist wichtig, dass blinde und sehbehinderte Menschen in Hessen selbstbestimmt und abgesichert leben können. Und, Frau Kollegin Böhm, da müssen Sie sich in dem Zusammenhang schon die Frage gefallen lassen. Sie haben uns Ignoranz gegenüber den blinden Menschen vorgeworfen. Ich kann hier an der Stelle nur feststellen, dass die Leistung, die wir in Hessen den betroffenen Menschen anbieten, um Erhebliches höher ist als die Leistungen, in denen Sie Regierungsverantwortung tragen. Was das mit dem Begriff Ignoranz und Behinderten zusammenhängt, das müssen Sie mir dann noch einmal auseinandersetzen. Ist die gar nicht da. Es ist Anspruch der Regierungsfraktionen, Hessen für Menschen mit Behinderungen in dieser Legislaturperiode ein ganzes Stück lebenswerter und gerechter zu machen. Und mit Zufriedenheit stelle ich fest, diesem Ziel werden wir mit den jetzt vorliegenden Änderungen zum Landesblindengeldgesetz gerecht. Mit den Änderungen verfolgen wir insgesamt 4 Hauptziele. Wir erweitern den Kreis der Ansprechberechtigten ein weiteres Mal. Die Frau Kollegin Brünnel hat es gesagt. Zukünftig stehen allen Personen ergänzende Ansprüche aus dem Blindengesetz zu, deren Ansprüche etwa aus dem Bundesversorgungsgesetz unterhalb des Satzes liegen, die das Landesblindengesetz vorsieht. Die Betroffenen erhalten dadurch höhere Leistungen. Gleichzeitig beseitigen wir auch eine Gerechtigkeitslücke. Zweitens. Wir gewähren zukünftig auch all jenen einen Anspruch aus dem Gesetz, die an einer vorübergehenden Sehstörung leiden. Denn dieser Personenkreis hat auch durch die vorübergehende Situation höhere Aufwendungen, die wir durch die Regelung auffangen werden. Drittens machen wir durch eine Reihe an Änderungen das Verwaltungsverfahren klarer und das Gesetz insgesamt verständlicher. Und viertens verlängern wir die Ansprüche der blinden Menschen in Hessen um weitere 7 Jahre. Ich habe mir in dem Zusammenhang mal erlaubt, die letzte Debatte von 2017, damals habe ich den Hessischen Landtag ja noch nicht angehört, anzusehen. Damals hatte DIE LINKE
kritisiert, dass das Blindengeld nicht entfristet wird. Sie wissen aber alle, dass wir Gesetze befristen, um genau das zu machen, was wir jetzt machen, um zu evaluieren, um zu schauen, ob eventuell es noch Verbesserungen gibt, um darüber ins Gespräch zu kommen. Das zeigt sich ja jetzt auch wieder. Und ich glaube, in diesem Haus hat keiner ein Interesse, das Landesblindengeld abzuschaffen. Und da, wir hatten ja gerade die Debatte, liebe Kollegen von der AfD, wer hier bei wem abschreibt oder wer hier bei wem sich orientiert. Die Forderungen, die die Linke vor 2 Jahren gestellt hat, die greifen Sie dieses Mal wieder 1:1 auf. Ich glaube aber, wir haben überhaupt keinen Bedarf an einer Entfristung, weil wir uns alle doch einig sind, dass wir das Landesblindengeld in Zukunft auch weiter haben wollen. Drum finde ich es nicht klug, den blinden Menschen in Hessen derart Angst zu machen. Wir freuen uns, mit den Änderungen im Gesetz auch die Forderungen von zahlreichen Fachorganisationen aufgreifen zu können. Da ja ohnehin eine Anhörung stattfinden wird, besteht dann auch noch einmal die Möglichkeit, einzelne Fragestellungen vertieft zu besprechen. Und auch hier, es ist schon wieder, das ist wie so eine Art Stanze. Es ist vorgeworfen worden, dass wir niemandem zugehört hätten, dass wir bei dem Gesetz nicht auf die Fachorganisation Rücksicht genommen hätten. Mitnichten ist es so. Es gab hier schon selbstverständlich eine schriftliche Anhörung, und wir werden jetzt auch noch in der mündlichen Anhörung die Gelegenheit haben, einiges zu vertiefen. Und ich kann auch nicht feststellen, Frau Kollegin Böhm, dass das alles und auch Frau Kollegin Alex, dass das jetzt alles ganz schnell passieren muss. Wir haben in Ruhe Zeit, mit dem Gesetz ordentlich umzugehen, noch einmal ordentlich alle Erwägungen anzugehen und uns dann entsprechend zu entscheiden. Und ganz besonders freue ich mich, dass der Koalitionsvertrag von CDU und Grünen die Einführung eines Gehörlosengeldes vorsieht. Und ich finde, dass wir hier, Herr Minister, einen sehr klugen Weg gehen. Wir halten es nicht für sachgerecht, im Schnelldurchlauf ein paar Regelungen für Gehörlose zu schaffen, denn dies würde der spezifischen Lebenssituation der Menschen überhaupt nicht gerecht. Die konzeptionellen und organisatorischen Vorbereitungen im Ministerium, die laufen bereits. Und dies mit dem Ziel, ein Unterstützungswerk zu schaffen, das möglichst passgenau auf die Bedarfe der gehörlosen Menschen eingeht. Denn es ist unser Anspruch, ein leistungsfähiges Gesetz zu schaffen, das mit den Behindertenverbänden dann am Ende auch gut abgestimmt ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden, wie gesagt, die Gelegenheit haben, noch einmal in der Anhörung auf das eine oder andere einzugehen. Wir sind sehr gespannt, was die Anhörung bringt. Wir sind am Ende davon überzeugt, dass wir keine Schnellschüsse machen sollten, die am Ende an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht. Auch hier gilt wieder Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir den Koalitionsvertrag, so wie wir ihn gefasst haben, dann entsprechend auch ordentlich umsetzen, und zwar so, dass es bei den blinden Menschen und bei den gehörlosen Menschen in Hessen auch zielgerichtet ankommt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kollege Schad. Für 10 Sekunden hat sich noch gemeldet der Kollege Enners. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schad, ich möchte hier nur eins klarstellen. Hier geht es nicht um Abschreiben. Ja? Hier geht es um die Forderungen der Verbände. Die entsprechenden Verbände fordern dieses, und hier geht es wirklich nur darum, entsprechend auch die Forderungen der Verbände in den Gesetzen wiederzufinden. Alles andere ist Unfug. Danke. Ja, herzlichen Dank. Somit sind wir am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den Gesetzentwurf wie den dazugehörigen Änderungsantrag 20/1030, 20/1128. Wenn niemand widerspricht, an den Sieher. So machen wir es.